Inzwischen an Bord der Cajun Queen. Pierre LeBlanc ist bei seinen Kollegen als Scaly Pete bekannt. Papa hat Haie gejagt. Ich jage Haie. Es liegt im Blut. Wenn es jemand Besseren gäbe, würdest du doch ihm folgen, oder? Die Menschen haben viele falsche Vorstellungen von Haien. Wissenschaftler meinen, wir müssen koexistieren. Wie soll man mit Haien koexistieren, ne? Die wollen nur eins. Dich töten, fressen und ausscheiden. Ich sehe meine Arbeit als heilige Pflicht. Ich würde sie alle töten. Schade, dass ein Tag nur 24 Stunden. Heißrichtung in Frontigbahn. Mehrere Tote wurden gemeldet. Der Hai ist an einer rostigen Harpune in der linken Flanke zu erkennen. Aus dem Weg! Ich habe was zu erledigen! Ein ausgewachsener Bullenhai. Dieses Weibchen ist schnell, wild und bis an die Zähne bewaffnet. Dadurch hat es hier im Golfstrom nicht viel zu befürchten. Das Muskelwunder zieht souverän durch sein nasses Reich. Bullenhai verhält sich eher wie ein Fuchshai, wenn er seinen kräftigen Schweif so kreativ einsetzt. Eine Haifischflosse erinnert die Menschen unheilvoll daran, dass der Ozean ein wildes, ungezähmtes Reich bleibt. Der Bullenhai vollbringt ein akrobatisches Kunststück, das einem grausam eingesperrten und zur Schau gestellten Orca würdig ist. Die Geschwindigkeit des Bullenhais ist für ein großes Meeresraubtier verblüffend. Ein springender Hai ist ein seltenes, kalorienintensives Spektakel.
zu vergießen, reicht bereits die Schwanzflosse. Dass diese Art von gezielter Gewalt für einen Hai recht ungewöhnlich ist. Dieser Hai braucht mal einen Klaps auf die Schnauze. Schnapp ihn dir, Chad. Zähne. Oh, der Hai wird toll über dem Kamin aussehen. Gleich gibt's ab, das Jungs. Sehen wir sie an Deck, oder?
An Bord der Cajun Queen überprüft Scaly Pete den Fang des Tages. Ja, das ist das Eisen meines Vaters. Aber das ist nicht der Hai. Nicht der, den ich gesucht habe. Woher ich das weiß? Zu klein. Sieht der etwa mega aus? Na, sieh mal an. Sie ist offen. Hallo. Wie geht's denn deiner Mutter? Wow, warum hast du das getan? Damit ich sie beim nächsten Mal erkenne, wenn ich sie aufspieße. Der Überlebensinstinkt des Jungtiers setzt ein. Du solltest vielleicht die blöde Kamera... Ein berühmter Großwildjäger behauptete einst, dass ein Tier nach dem Genuss von Menschenfleisch seine natürliche Beute aufgibt und die tödliche, zielstrebige Suche nach dem gefährlichsten Wild aufnimmt. Zufällige Mutationen sind nicht zufällig. Sie erfordern große Mengen von Mutagenen als Katalysator. Ein einziger Gedanke treibt den Bullenhai an. Das ist fressbar. Nur hier kann der Hai das Wunder der Selbstliebe erfahren. Der Muskelunge oder Muski ist ein Süßwasserfisch, der häufig in der Region der großen Seen vorkommt. Daher habe ich keine Ahnung, was er hier will.
Dieser Hai weist ein Verhalten auf, das eher typisch für Wale und Delfine ist. Er kann den Schall messen, um potenzielle Beute zu orten. Das Haiweibchen hat außerhalb seiner natürlichen Umgebung offensichtliche Schwierigkeiten. Raubtieren hat zu einer Überfülle von Welsen geführt, was dem örtlichen Rüpel Rosie, dem Alligator, sehr gelegen kommt. Ein Hai lässt sich niemals eine fette Fiesta entgehen. Der Hai hat die Hälfte seiner Lebenserwartung erreicht, was eine Schande ist, da wir alle auf eine zweite Staffel hoffen.
in der Grotte kann das Haiweibchen die absolute Ausgeglichenheit tief in seiner Seele erfahren. Einen dieser Drehstöpsel in meiner Wanne zu Hause. Diese Dinger sind wirklich Magnete für Haare und Dreck. Der großen Seen vorkommt. Daher habe ich keine Ahnung, was er hier will. Durch die Überladung mit genverändernden Mutagenen hat der Hai nun einen asymmetrischen Vorteil.